herzlich willkommen in der WWK Arena, liebe Fußballfans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns, dass wir die Partie in eure Wohnzimmer übertragen dürfen. Jan Platte und Florian Spitz-Sommerfeld für euch am Start. Des deutschen liebstes Kind, das ist die Fußball-Bundesliga heute mit FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ein tolles Spiel, ein hochinteressantes Duell, zwei Mannschaften, die für klasse Fußball stehen. Schauen wir mal, wie sich diese Partie heute entwickeln wird. Der FC Augsburg geht's also so an heute. Immer interessant zu sehen, wie die Leute im Zentrum es schaffen, sowohl für Kompaktheit zu sorgen, als auch für kreative Momente. Wenn alle diszipliniert mitmachen, sind viele Überzahlsituationen in interessanten Räumen auch im Prinzip vorprogrammiert. Wir schauen auf die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach. Sie sind im 4-5-1 unterwegs, das bei Ihnen eine durchaus offensive Note hat. Heißt, aus dem Fünfer-Mittelfeld sollen immer wieder Impulse nach vorne ausgehen. Vor allem die Außenbahnspieler sind läuferisch gefragt, sollen die einzige echte Spitze unterstützen. Wolf. Kabadai. Dann weg der Ball. Guter Angriff. Was machen sie draus? Das ist Marius Wolf. Der Schuss nicht ungefährlich. Beinahe das Tor. Der Ball kommt nicht an. Was macht die denn da gerade im Zentrum? Da sind ja mehr Ballverluste als Pässe. Lässt der Schiedsrichter weiterlaufen. Hat das Foul erkannt. Gibt Vorteil. Ja, das ist gut gespielt. Was wird raus? Und der ist drin. Was eine Anfangsphase. Das für 1-0. So ist dieses Tor gefallen. Erst der wunderbare Steilpass. Und das ist dann einfach nur richtig gut gemacht. Auf engstem Raum, unter Druck, diese Aktion. Klasse Tor. So, jetzt zeigt sich, wie gut kann Borussia Mönchengladbach mit diesem Rückstand. Luca Netz. Kevin Stöger. Nice, gut gespielt, gerade von den Gladbachern. Boah, eine Riesenparade. Super. So, und der kommt in die Mitte, der Eckball. Oh, geht hier kein Risiko rein. So, der Ball ist wieder im Tor aus. Noch eine Ecke. Nehmen die kurze Variante. Ja, die Herangabe gar nicht schlecht, aber sie ist geklärt. Perfekt verteidigt, nah am eigenen Tor. Ja.
Kevin Schlotterbeck. Maximilian Bauer. Wolf. Sehr passig, ja. Das ist Dauerstress für die Abwehr. Ja, sehr gut geblockt. Und Einwurf für den FC Augsburg. Rex Bejay. Ja, so musst du es verteidigen. Reitz. Rocco Reitz. Sehr geduldig, wie sie schauen. Wo könnten wir hier lang spielen für den Ausgleich? Mit den Einwurf Mönchengladbach. Ah, macht das super. Idealer Zweikampf. Julian Weigel. Player. Reitz. Fährt das ein Tor? Und das ist einfach klasse geil. Kurz ausgeführt die Ecke. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Der Ball geht deutlich links. Leo. Marius Wolf. Den könnte er jetzt reinbringen. Geklärt, aber ist immer noch heiß. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Guter Pass wird vielleicht was. Erst die Parade, aber dann setzt danach und macht ihn rein. Und jetzt sind wir durch mit Halbzeit 1 hier in Augsburg in der WWK Arena. Und wenn wir über seine Leistung individuell sprechen, finde ich, eine gute erste Hälfte. Er hat ihn gemacht, den wichtigen späten Ausgleich. Und ich bin gespannt, was wir von ihm zu sehen bekommen in Durchgang 2. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt in diesem Spiel, wo alles offen ist. Sehr guter Ball. Super stark das Tackling. Also klar, gerade steht es unentschieden, aber vielleicht ändert die Ecke ja jetzt was dran. Schau mal an die Seitenlinie, Personal wird nochmal getauscht. Eckball kommt in die Mitte.
Das ist ein gefährlicher Ball. Halten festgehalten. Souverän. Das war ein Ballverlust vom FC Augsburg. Sie bekommen den Einwurf. Schlotterbeck. Jakic. Rex Bejay. Chance auf eine Flanke. Ja, gut festgemacht, wird das die Gelegenheit. Ja, da sind sie nah dran am Tor, gerade noch so abgefälscht, das Ding. Die Fans sind sofort da bei diesem Eckball. Ist ja auch klar, die mussten ewig auf eine Chance warten. Jetzt könnte die Führung hier in der Luft liegen. So, Trainer bringt nochmal frische Kraft. So, da kommt sie. Die Ecke. Das ist kein Problem. Absolut zur Stelle. Also ihre Fans haben sich das sicher ganz anders vorgestellt heute. Sie werden beileibe nicht verwöhnt von ihrem... Oh, da ist er frei durch. Das muss gefährlich werden. Und er sagt, ich ziehe voll durch. Ich will den harten Abschluss. Und es fehlt fast gar nichts zum Tor. Aber ich würde sagen, lieber den Schlenzer auspacken in dieser Situation. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das ist mir zu viel Schmackes. Jensen. Na, versucht's da mal. Und er ist nicht drin. Super Parade. Ball in die Mitte. Ah, nicht ungefährlich, der Kopfball. Kevin Stöger. Ah, macht er super. Idealer Zweikampf. Immer noch hofft Augsburg in diesem Spiel. Das könnte eine super Chance werden. Ah, Torwart ist da, hält das Ding. So, und jetzt der Eckball ausgeführt. Das Ding ist immer noch heiß. Jetzt Neuhaus. So, jetzt haben alle erstmal Ruhe. Ball rausgefaustet. Meier. Noch 15 Minuten in dieser Partie. Skelly. Player. Borussia Mönchengladbach läuft hier vorne an. Ja, das war gute Arbeit gegen den Ball. Abwehr holt sich den. Ja, sie treiben nochmal an. Sie versuchen echt eine Menge, um hier irgendwie noch spät in Führung zu gehen. Wahrscheinlich ja dann der Siegtreffer. Skelly. Gladbacher könnten es jetzt über den Flügel versuchen. Das ist die Chance für Führung. Und da
Sie haben richtig viel Druck aufgebaut und so viel versucht offensiv. Und jetzt haben sie sich, wir sehen die Wiederholung, dafür belohnt. Tolles Tor, das sie sich absolut verdient haben. Die Freude, sie ist da, wo sie hingehört. Der Trainer weiß es zu feiern, dieses so wichtige Tor. Jetzt liegen sie vorne und jetzt können sie dieses Spiel noch ein Stück weit selbstbewusster angehen. Und dann doch eben dieser späte Führungstreffer in dem Spiel. Das verspricht doch eigentlich eine spannende Schlussphase. Und sie hauen nochmal alles rein. Sie wollen irgendwie nochmal Druck aufbauen, um irgendwie noch den Ausgleich zu machen, so kurz vor Schluss. Luka Netz. Guter Pass, wird vielleicht was. Chance jetzt auf die Entscheidung. Ja, den kann er ausfausten, diesen Ball. Und da ist er da und macht diese sonst eigentlich wahrscheinlich gute Chance. Spektakulär weg. Schafft Augsburg doch noch den Ausgleich? Dass es eng wird, klar, denn viel Zeit ist nicht mehr. Aber mit solchen Fans im Rücken ist vielleicht... Und lässt das Ding fliegen. So, und jetzt ist Schluss und es setzt wirklich eine bittere Heimniederlage. Das ganz späte Gegentor hat letztendlich dafür gesorgt, dass sie als Verlierer vom Platz gehen. Sie hatten am Ende nicht mehr die Zeit, möglicherweise auch nicht mehr die Kraft, um nochmal zurückzukommen.